Hey Leute, ich bin's Max von Bushcraft Bear. Heute mal wieder mit einem Produktreview und zwar über die Weste, die ich hier trage. Die Weste habe ich von der Firma Rough Stuff bekommen und aufmerksam auf diese Weste bin ich geworden durch diesen sehr modernen Schnitt hier. Jetzt mögen einige von euch denken, ja, moderner Schnitt bei Outdoor-Westen ist doch nichts Neues. Das stimmt schon, aber das Material, das Rough Stuff hier verwendet, ist Loden. Loden ist ein sehr altes und unter den Jägern recht bekanntes Gewebe aus reiner Schurwolle. In moderner Form habe ich das so aber noch nie gesehen. Ja, wenn ihr Interesse an der Weste hier habt, dann kommt einfach mit. Wir schauen uns jetzt als erstes mal dieses Material Loden etwas genauer an. Ja, wie gesagt, die Weste ist aus reiner Schurwolle gefertigt, aus reinem Schurwollloden. Dabei ist die Weste komplett in Deutschland produziert und erfüllt den Ökotex-Standard 100. Und die Idee, Wolle als eine Outdoor-Kleidung zu verwenden, ist gar nicht so abwegig. Warum, möchte ich euch kurz erklären, indem ich einige Sachen zu Wolle generell sage. Und zwar ist Wolle in einem Hohlfasersystem aufgebaut, könnte man sagen. Wenn man einen Schnitt von einer Wollfaser anschaut, sieht man ganz kleine und ganz viele einzelne hohle Räume, hohle Fasern, was natürlich eine sehr hohe Isolationswirkung hat, da abgeschlossene Lufträume, wo keine Luft zirkulieren kann, eine sehr, sehr hohe Isolationsleistung hat. Das ist ein großer Vorteil an dieser Lodenweste hier. Sie ist einfach sehr, sehr gut in der Isolation. Sie hat einen hohen Wärmerückhalt, also es bleibt Wärme, die vom Körper produziert wird, sehr, sehr gut am Körper durch diese Isolation. Gleichzeitig dringt aber auch wenig Kälte von außen an den Körper hin, da einfach von beiden Seiten diese Isolation gegeben ist. Gleichzeitig ist die Jacke auch noch sehr gut windabweisend, da durch diese gewalkte Wolle einfach eine sehr, sehr dichte Faser und ein sehr, sehr dichtes Gewebe hier entsteht, wo der Wind sehr, sehr schwer durch kann. Und die Jacke ist auch noch wasserabweisend. Das hat auch mit dem Aufbau von Wolle zu tun. Die äußerste Schicht der Wollfaser ist eine Lipidschicht, also eine Fettschicht, die natürlich wasserabweisend ist. Wie gut wasserabweisend das Ganze ist, möchte ich euch hier kurz zeigen, indem ich auf die Weste einfach einige Tropfen Wasser gebe. Und wie ihr seht, schwimmt das Wasser auf der Jacke hier drauf, wie bei einer Regenjacke auch, und zieht nicht in die Faser ein. Wenn man jetzt hier ein Weilchen reibt und das Wasser hier einreibt, wird die Jacke auch nass. Es braucht aber ein ganzes Weilchen. Wie ihr sehen könnt, selbst hier steht das Wasser noch auf der Faser. Hier, wo ich gerieben habe, ist es wirklich eingezogen. Eine weitere Eigenschaft von Wolle, die man sehr oft hört, ist, dass Wolle auch in nassem Zustand noch wärmt. Das stimmt auch, einfach durch diese Hohlfaser ist der Wärmerückhalt noch sehr, sehr gut, auch bei nasser Kleidung. Zudem kann Wolle aber auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Wasser aufnehmen, ohne dabei feucht oder klamm zu sein. 33% des Eigengewichts der Wolle kann die Wolle an Wasser aufnehmen, ohne dabei feucht oder klamm zu wirken und sich auch so anzufühlen. Und es wäre bei einer Jacke der Größe L 138,6 Gramm. Das heißt, 138,6 Gramm Wasser kann die Jacke komplett aufnehmen, ohne dass sie sich in irgendeiner Weise feucht anfühlt. Darüber hinaus kann sie natürlich immer noch wärmende Wirkung haben, wenn sie komplett triefnass ist. Zudem hat Wolle in diesem gewalkten Zustand erst recht den Vorteil, dass sie sehr, sehr widerstandsfähig und langlebig ist. Es ist einfach ein sehr stabiles Material so und vor allem bei Funken ist es sehr, sehr unanfällig. Wenn hier mal ein kurzer Funke oder gar ein glühendes Stück Kohle drauf fällt und man es abwischt, hat man keine Brandflecken, wie man es beispielsweise bei einer normalen Regenjacke oder bei einer Softshelljacke hätte. Mit den Eigenschaften ist so eine Lodenweste natürlich auch sehr, sehr pflegeleicht. Und sie knittert zudem auch nicht. Das heißt, man muss sich nie um irgendwelche blöden Falten Gedanken machen, falls man die Jacke dann nach einem Outdoor-Urlaub auch mal in der Stadt tragen möchte. Und auch, dass die Jacke irgendwie nach einem schönen Lagerfeuer nach Feuer stinkt, ist kein Problem, da Wolle sehr, sehr wenig Geruch annimmt und sehr stark geruchsabweisend ist. Das heißt, Probleme mit stinkender Kleidung hat man hier auf keinen Fall. Ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die Jacke nochmal komplett an, schauen, was sie für Eigenschaften hat.
Ja, kommen wir mal zur Ausstattung der Jacke und wie sie aufgebaut ist. Wie ihr sehen könnt, hat sie hier vorne einen Reißverschluss, mit dem man die Jacke an- und ausziehen kann. Der Reißverschluss hat hier so ein schön überlappendes Stück, dass auch wirklich der Reißverschluss komplett winddicht ist. Dann hat die Jacke zwei Seitentaschen, auch jeweils mit Reißverschlüssen verschlossen, und eine recht geräumige Brusttasche. Alle Reißverschlüsse sind von der Firma UKK, was für hohe Qualität an Reißverschlüssen steht, und sie sind auch sehr, sehr gut vernäht. Generell die komplette Jacke ist sehr, sehr gut vernäht und sehr schön verarbeitet. Ich habe nirgends irgendwelche ungeraden Nahten, irgendwelche abstehenden Fäden, wie es oft der Fall ist bei Kleidungsstücken. Was auch sehr gut ist, ist, dass die Jacke hier hinten nochmal so ein zusätzlich angesetztes Stück hat. Das ist einfach verdoppelt, was es nochmal stabiler macht. Und die Jacke reicht dadurch auch noch schön übers Steißbein runter und wärmt auch bis nach unten. Auch wenn man die Arme anhebt, bleibt die Jacke dann hier unterm Steißbein und es zieht eigentlich kalt hinten in die Hose rein. Hier unten ist zusätzlich ein Kordelzug, ein elastischer, angebracht, mit dem die Jacke entweder ganz weit oder hier eng gezogen getragen werden kann. Von innen hat die Jacke einzelne Mesh-Bereiche, die jeweils die Taschen bilden. Ansonsten ist die Jacke innen nicht gefüttert und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Es wird sehr, sehr oft von Wolle behauptet, dass sie sehr kratzt und sehr unangenehm ist zu tragen. Das kann ich absolut nicht sagen. Die Jacke ist sehr, sehr angenehm. Durch dieses Gewalkte ist die Wolle sehr weich geworden. Sie fühlt sich sehr angenehm an, auch direkt auf der Haut. Natürlich trage ich die Weste nicht nackt direkt auf dem Körper, aber im Halsbereich, wo auch reine Wolle ist, ohne irgendein Futter, ist es sehr, sehr angenehm zu tragen. Ja, wie gesagt, die Sache, die mir sehr, sehr gut an dieser Jacke gefällt, ist einfach der moderne Schnitt. Normal kennt man Loden, wie gesagt, aus dem Jagdbereich, da Loden einfach sehr, sehr geräuscharm ist, was auch noch ein großer Vorteil dieser Weste hier ist. Gerade wenn man trotzdem im jagdlichen Bereich so eine Kleidung tragen will, macht man sehr, sehr wenig Geräusch, wenn man die Jacke anhat. Aber man wird auf der Straße nicht sofort als Jäger abgestempelt. Das Einzige, was an der Weste vielleicht noch an Jagd erinnert, ist natürlich die grüne Farbgebung hier. Das ist aber auch kein Muss. Es gibt die Weste auch noch in Schwarz, wodurch nochmal der Akzent stärker auf sportlichem und neutralem liegt. Preislich liegt die Weste bei 160 Euro, was durchaus ein stolzer Preis ist, der aber meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt ist, da man hier wirklich Qualität kauft, die in Deutschland produziert ist. Die komplette Jacke ist von vorne bis hinten wirklich in einer Top-Qualität verarbeitet und auch das Material an sich ist sehr, sehr angenehm, sehr, sehr qualitativ. Und man kauft hier wirklich ein Kleidungsstück fürs Leben. Wenn man nicht wirklich absolut unvorsichtig mit der Weste umgeht, kann diese Weste wirklich das Leben lang halten. Wem die Weste zu wenig ist, der kann natürlich auch noch eine Jacke kaufen von Rough Stuff. Die ist vom Schnitt her sehr ähnlich, hat zusätzlich noch unterm Arm zwei große Seitentaschen. Ja, die liegt dann preislich bei 180 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Das könnt ihr aber auf der Internetseite natürlich nachgucken. Ansonsten ist das gleiche Material verwendet und ich denke, die Verarbeitung wird ähnlich, wenn nicht sogar genau gleich wie bei der Weste hier sein. Ja, wenn noch Fragen offen sind, dann schreibt mir einen Kommentar oder eine Nachricht. Ich beantworte es natürlich so schnell ich kann. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.